Digitalisierung spielt beim SV Werder Bremen seit mehr als 20 Jahren eine entscheidende Rolle. 1996 war Werder der erste Bundesliga-Club, der eine eigene Webseite hatte. 2007 schuf der Bundesligist als einer der ersten eine eigene TV-Redaktion. Und in den letzten Jahren wurde Mobile, Mobile, Mobile zum Schlachtruf der Bremer Bundesliga-Kicker. Denn Werder Bremen spürte, dass sich seine voll vernetzten Fans immer daran orientieren, was der Markt bietet. Um auf die mobilen Endgeräte der Fans zu kommen, mussten Informationen und Inhalte zeitnah, qualitativ hochwertig überall sein. Der größte Hebel zum Erfolg lag hier im Bewegtbild. Mit der Azure Cloud von Microsoft meisterten Werder Bremen und der Microsoft-Partner Team Neustar diese Herausforderung. Alle Werder-Ereignisse, von der Pressekonferenz bis zum Fußballmatch, kann der Verein live und in HD-Qualität anbieten, egal wo sich die Fans befinden. Die Microsoft Cloud-Lösung erlaubt, während eine Pressekonferenz läuft und gestreamt wird, im Hintergrund bereits deren Codierung. Sobald der Kollege von Werder TV auf Aufnahme beenden drückt, ist die Pressekonferenz auch sofort sichtbar und auf allen Endgeräten verfügbar. Dieser responsive und fortschrittliche Ansatz ermöglicht es den Werder-Fans, über die 90 Spielminuten des Matches hinaus mit ihrem Club von überall in Kontakt zu treten. Dank der Cloud sind sie noch näher und emotionaler an der Werder-Welt dran. Genau diese Nutzererfahrung wird von den Fans begeistert angenommen und spiegelt sich in sämtlichen Nutzerzahlen positiv wider.